Kasten. Es wird gruselig lustig auf der Theaterbühne in der Kirche St. Georgen Wismar, wenn vom 16. Juli bis zum 7. August das Stück Nosferatu, ein Drehtag des Grauens, aufgeführt wird. 7 namhafte Schauspieler schlüpfen in die verschiedenen Rollen im Theaterstück, welches von Holger Malig konzipiert wurde. Die Herausforderung in der Umsetzung sah der Regisseur in der Verbindung zwischen Film und Bühnenstück. Also die Umsetzung des Stückes ist insofern kompliziert, weil wir jetzt mehrere Ebenen haben. Wir haben einmal die normale Theaterebene, die man eigentlich immer hat, dass zwei Leute miteinander agieren. Und hier haben wir ja noch die Geschichte, dass wir sozusagen einen Film drin. Wir haben also sozusagen eine szenische Auflösung in der szenischen Auflösung. Und das macht es ein bisschen kompliziert, ein bisschen trickig, weil wir auch eine Kamera auf der Bühne haben. Und wir müssen die Kamera, die muss ja die Bilder einfangen, müssen aber gleichzeitig wieder aufpassen. Die kann sich nicht immer vor das Publikum stellen. Wenn wir jetzt sagen, stell die Kamera in der Mitte, dann sehen die Leute ja nichts. Also wir müssen immer sehen, dass wir einerseits die szenische Lösung der Bühne an das Publikum transportieren und gleichzeitig eine Lösung finden für die Filmaufnahmen, die Leute ja auf der großen Leinwand sehen. Und das zusammen zu koordinieren und so ist ein bisschen mühselig, für die Schauspieler auch schwierig, weil sie ja immer in zwei Ebenen denken müssen. Nicht? Die sagen, ach so, scheiße, jetzt ist ja Film, da ist ja so und jetzt sind wir so. Und das macht es ein bisschen auch kompliziert manchmal. Der Regisseur Friedrich Wilhelm Murnau wird von Robert Glatzeder verkörpert. Als Regisseur im Stück hat er eine tragende Rolle. Er muss den Durch- und Überblick behalten. Diese wahnsinnigen Haltungswechsel, die Brüche hinzukriegen, weil der auf Vollstrom ist und versucht, alles zu organisieren und alles geht den Bach runter. Und er muss die Schauspieler beruhigen, den einen pampern, den anderen anleiten, die Bühnenbaumaßnahmen vorzunehmen. Und diese ganzen Wechsel, das ist wahnsinnig verrückt. Eine weitere wichtige Rolle übernimmt Leonard Malig. Er spielt Sepet. Um diese besondere Figur rankt sich ein Geheimnis, welches noch nicht gelüftet werden darf. Die Herausforderung ist natürlich, dass es eine Figur ist, die, wie soll ich sagen, ist eine fiktive, allegorische Figur auf eine Art, die ein Monster, ein 400 Jahre altes Untier ist letzten Endes, aber eben ganz wahnsinnig eloquent daherkommen muss. Und da wir in einem Filmset spielen, also die ganze Geschichte in einem Filmteam dreht, haben wir natürlich viele überdrehte Charaktere und viele, die sich ganz extrovertiert spielen. Und meine Figur oder die Herausforderung an meiner Figur ist es, da so einen Gegenpol zu bilden und, sage ich mal, eher der ausgeglichene, ruhige, ganz zurückhaltend zu sein, der souverän ist. Und einfach. Und das ist natürlich in diesem ganzen Wahnsinn, der um mich herum passiert und dem ganzen Set passiert, schon eine echte Herausforderung. Das Stück möglich gemacht hat der Theaterverein Wismar. Unter dem neuen Projektnamen Theatersommer St. Georgen Wismar führt er die Tradition der Aufführung klassischer Stücke weiter. Was 2014 mit der Inszenierung Jedermann begann, geht nun in diesem Jahr mit Nosferatu weiter. Zuschauer können sich also auf ein emotionsgeladenes Schauspiel freuen. Auf der eingeblendeten Internetadresse können Ticketreservierungen vorgenommen sowie allgemeine Informationen nachgelesen werden.